Hey Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich weiß, es ist schon eine ganze Weile her, aber im Moment bin ich leider immer noch ein bisschen angeschlagen. Hab hier wirklich in meiner Freizeit hin und her versucht, irgendwas zu organisieren. Alle möglichen KI-Stimmen ausprobiert, aber es hört sich einfach alles richtig schlecht an. Okay, gut, vielleicht nicht schlecht, aber halt eben nicht authentisch. Es fehlen gewisse Emotionen. Und diese versuche ich eben in meinen Videos auch zu zeigen. Denn es ist halt eben was ganz anderes, wenn man gewisse Texte einfach so wiedergibt. Und zwar ohne Emotion und ohne Höhen und Tiefen. Das ist halt einfach mal was ganz anderes. Und genau das wollte ich eben nicht in meinen Videos haben. Aber gut, das muss natürlich auch jeder selber für sich entscheiden. Denn mir ist aufgefallen, auf YouTube verbreitet sich dieses Phänomen von KI-Stimmen immer und immer weiter. Aber wie gesagt, jeder soll das selbst entscheiden, ob er seine echte Stimme nimmt oder eben irgendwelche gekünstelten. Ich meine, damit spart man sich sicherlich eine Menge Zeit, aber diese Videos werden dann auch sehr fad und halt sehr emotionslos. Auf jeden Fall wirkt es so. Aber wie ihr euch sicherlich denken könnt, geht es heute nicht darum. Sondern heute habe ich mir mal überlegt, wir gucken uns ein paar Spiele an, die leider vielleicht schon so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind. Aber wo ich persönlich meine, die sollte man sich vielleicht nochmal anschauen und kann die sogar nochmal spielen. Und das einfach, weil sie für damalige Verhältnisse einfach ziemlich cool waren. Ob das nun die Grafik war, das Leveldesign oder einfach nur das Spielgefühl. Da gibt es so einige coole Spiele und die werde ich euch jetzt einfach mal vorstellen. Dazu muss ich leider aber noch was sagen, und zwar wird es mit dem Gaming-Kanal von mir erstmal nicht weitergehen. Weil ihr kennt das ja sicherlich selber, man will zig Sachen machen, aber schafft es dann einfach nicht. Ich wollte nicht bis abends hier sitzen und eben die Videos schneiden oder irgendwie aufnehmen. Denn leider ist mein Tag einfach immer sehr vollgestopft und ich möchte mich auf die Sachen konzentrieren, die ich einfach liebe und die mir Spaß bringen. Ja, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Das Gaming bringt mir natürlich auch Spaß, aber es ist extrem, extrem zeitintensiv. Also seid mir da nicht böse, dass das erstmal nicht weitergeht. Vielleicht lade ich da Videos hoch, wie ich einfach nur spiele, ohne dass ich rede. Weil da habe ich vielleicht noch ein paar Videos in der Hinterhand. Einfach mal schauen. Also um das mal kurz zu fassen, ich werde mich jetzt auf diesen Kanal, also Game Nature, konzentrieren und auf Melion. Da kommen halt immer ein paar lustige Shorts. Auf jeden Fall immer dann, wenn ich gerade Lust habe und es mir Spaß bringt, die aufzunehmen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Aufnehmen hier fehlt mir einfach. Wenn man keine Stimme hat, ist das immer ein bisschen doof. Man kann einfach nicht aufnehmen und langweilt sich dann auf gewisse Weise, weil davor hat man es ja auch gemacht und jetzt fehlt das einem einfach so ein bisschen. Ist ein bisschen neben Sport zu meinem Hobby geworden, muss ich sagen. Wie oft jetzt Videos kommen, kann ich natürlich nicht genau sagen. Aber ich versuche das wirklich so, dass in der Woche vielleicht zwei Videos erscheinen. Also nagelt mich da nicht fest, aber ich versuche es auf jeden Fall. Ich will den Kanal hier so ein bisschen nach vorne bringen, weil es einfach Spaß bringt und mir gefällt diese Community, die Leute, die dazu was schreiben, die Leute, die sich auskennen in gewissen Bereichen. Also ich feiere das einfach mega. Und deswegen würde es mich mega freuen, wenn ihr dieses ganze Projekt hier einfach so ein bisschen unterstützt, einfach Bock darauf habt, ein bisschen was in den Kommentare schreibt, vielleicht ein Like da lasst, so natürlich nur, wie ihr das wollt. Und jetzt, Freunde, habe ich genug geredet und wir starten direkt nach dem Intro. Und das erste Spiel auf meiner Liste ist das Spiel Legacy of Kain, Blood Omen. Und dieses ist einfach ein zeitloses Meisterwerk aus dem Jahr 1996. Und zwar für die PlayStation 1. Und ja, ihr habt richtig gehört, wirklich für die PlayStation 1. Denn auch wenn vielleicht nicht viele aus dieser Ära stammen, es gab da so, so geile Spiele damals. Und dazu gehört für mich auf jeden Fall auch Blood Omen. Denn der erste Teil dieser Serie entführt uns in eine düstere Welt voller Intrigen und Geheimnisse. Denn wir als ein Adliger mit dem Namen Kain werden auf unserer Reise von Banditen umgebracht und schon kurze Zeit später von einem Nekromanten in Form eines Vampirs wiederbelebt. Ja, und dann passiert das, was halt meistens passiert, wir schwören Rache. Aber ich glaube, da brauche ich auch gar nicht zu viel erzählen, denn die meisten von euch kennen sicherlich Legacy of Kain. Denn da gab es ja schon unzählige Fortsetzungen. Obwohl ich da sagen muss, dass die mir nicht so gut gefallen haben. Aber es gibt ja auch noch den Ableger Soul Reaver, der sozusagen das Gegenstück davon ist.
kann man sich auf jeden Fall mal geben. Aber den ersten Teil von Blood Omen Legacy of Kain, den kennt fast keiner. Oder das ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Kennen tun ihn wahrscheinlich viele, aber ich glaube, gespielt haben ihn nicht so viele. Und das sollte der ein oder andere vielleicht nochmal nachholen, weil die Geschichte dahinter wirklich ziemlich, ich würde mal sagen, interessant ist. Weil das Ganze spielt so ein bisschen aus einer isometrischen Perspektive von oben schräg und eben nicht aus der Third-Person-Perspektive, wie es halt bei den neuen Ablegern der Fall ist. Und genau das, finde ich, macht eben diesen Reiz bei diesem Spiel aus. Denn man kann sich so einfach sehr gut die Umgebung angucken und die ist einfach super gemacht. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, das Spiel hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Mit ein paar Rätseln, mit den dauernden Kommentaren zu seinen Fähigkeiten und eben mit diesem sehr dusteren Setting. Also auf jeden Fall ist dieses Spiel nochmal ein Blick wert, auch heute noch. Also Freunde, wer den ersten Teil von Legacy of Kain noch nicht kennt, sollte das auf jeden Fall schnell nachholen. Schaut euch den auf jeden Fall mal an und damit gehen wir zum nächsten Spiel über. Und damit kommen wir zu dem Spiel Nioh. Ich werde das jetzt nicht mehr ganz so extrem ausführlich machen, wie ich das jetzt bei Legacy of Kain gemacht habe. Denn es sollen ja einfach nur so ein paar Häppchen sein, so ein paar Tipps sein, was man vielleicht nochmal spielen könnte. Und Nioh ist für mich auf jeden Fall ein Titel, wo das eben zutrifft. Denn damals, als es 2017 für PlayStation 4 rauskam, war ich doch schon sehr beeindruckt, was eben dieses Spiel konnte. Wer Nioh vielleicht jetzt nicht kennt, das ist eine Mischung aus vielleicht, ja, Dark Souls und Sekiro. Auf jeden Fall das Setting, denn Nioh spielt auch im feudalen Japan des 17. Jahrhunderts. Und ist halt eben auch ähnlich wie Sekiro aufgebaut. Wir haben verschiedene Waffen, es gibt verschiedene Gegner und jeder Gegner hat dann halt eben seine Stärken und seine Schwächen. Also es ist halt eben so ein typisches Hack-and-Slay-Spiel, was dazu auch einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad aufweist. Ich meine, der Anfang ging ja noch so ein bisschen, aber wenn ich dann nochmal so ein bisschen weiter denke, wo man gegen dieses Teil im Wasser kämpft, das ist schon echt heftig gewesen. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich bin da wirklich 100 Mal gestorben. Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, wie man das wirklich handelt. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Tränke, die dir das und dies geben oder irgendwelche Waffenverzauberungen und so ist das ganze Spiel eben aufgebaut. Aber es bietet halt eben dazu noch dieses Erfolgserlebnis, dass wenn man irgendwas geschafft hat, zum Beispiel einen Boss erlegt hat, man sich einfach freut, weil es ein richtiger Kampf war, dahin zu kommen. Es gibt da zwar auch schon einen zweiten Teil, der glaube ich ähnlich aufgebaut ist, aber diesen habe ich selber nicht gespielt, deswegen empfehle ich jetzt einfach mal den ersten. Also falls ihr auf Sekiro steht, schaut euch das an, wir gehen zum nächsten Spiel über. Und ja, das nächste Spiel, das wird dem einen oder anderen vielleicht gar nicht so passen, dass ich das hier erwähne. Weil es doch von wirklich vielen als nicht wirklich gut angesehen wird. Auf jeden Fall hatte ich das mal gehört. Die Wertungen, die sagen was anderes. Denn da wird es durchgehend als sehr gutes Spiel angesehen. Und dieser Meinung muss ich mich wirklich anschließen. Es geht um das Spiel Resident Evil Code Veronica. Und dieses stammt aus dem Jahr 2000 und war damals eben für die Dreamcast ein Meilenstein. Ich hoffe, ihr kennt die Dreamcast überhaupt noch. Das war so das Gegenstück zum, ja, weiß ich gar nicht, PlayStation 2. Weil die müsste, wenn ich mich jetzt nicht irre, auch 2000 rausgekommen sein. Und ja, die hatten eigentlich circa fast dieselbe Grafik. Die PlayStation hatte da noch ein bisschen Vorteile, aber man musste sagen, die Dreamcast war doch schon sehr hübsch. Gut, aber darum soll es nicht gehen. Das Spiel war einfach klasse. Es war nämlich das erste Spiel, was so richtig 3D war. Natürlich war der erste und der zweite Teil, also die ganz früheren Teile auf PlayStation 1 auch 3D, aber da hat man eben schon einen richtigen Sprung gemerkt, von der Grafik, wie das eben aussieht. Auf der PlayStation 2 ist dazu ja dann auch noch Resident Evil Code Veronica X rausgekommen und später dann auch noch Resident Evil Code Veronica X für PlayStation 4. Und was es da jetzt wirklich mit diesem X auf sich hat, davon habe ich keine Ahnung. Aber ich kann euch sagen, dieses Spiel war wirklich richtig, richtig geil. Ich glaube, man fängt da so ein bisschen an in so einem Gefängnis, dann kriegt man Feuerzeug, läuft damit ein bisschen rum. Und da hat man eben schon gesehen, was das eben kann, dieses Spiel.
Natürlich gab es dann auch wieder verschiedene Leute, verschiedene Waffen und auch verschiedene Animationen von den Gegnern, wie die umgefallen sind. Und dazu natürlich auch wieder coole Monster. Auch war die Umgebung einfach besser gemacht, die sah einfach viel mehr in dieses Spiel integriert aus und nicht eben wie es im ersten und zweiten Teil der Fall war, dass sie einfach da so reingeklebt wirkte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so eine Nebengeschichte war, aber auf jeden Fall gab es da auch wieder richtig krasse Endbosse. Und ich glaube, mehr muss ich über Resident Evil gar nicht sagen. Falls ihr diesen Teil noch nicht gespielt habt, weil den ersten und den zweiten, den kennt ja fast jeder, guckt euch den auf jeden Fall mal an, denn das lohnt sich meiner Meinung nach. Also ich persönlich hatte auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß damals auf der Dreamcast mit eben diesem Spiel. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Spiel. Und zwar zu dem Spiel Rune. Und ich meine, wer kennt Rune noch? Ich meine, so ein paar Jahre hat das Ganze ja schon auf dem Buckel. Ich glaube, das kam um die 2000 raus und erschien für den PC. Und dieses Spiel führt uns eben in die epische Welt der nordischen Mythologie ein. Denn als der Wikingerkrieger Ragnar kämpfen wir gegen mythologische Kreaturen. Und eben natürlich finstere Mächte. Ich weiß jetzt auch gar nicht, mit welchem Spiel man das vergleichen könnte. Auf jeden Fall ist es ein Third-Person-Spiel, also das Ganze spielt sich von hinten und wir sind, wie eben ja bereits erwähnt, eben ein Wikingerkrieger, der eben sich auf eine Reise begibt und da halt so einige Sachen feststellen muss. Ja, ich denke, so kann man das vielleicht ganz gut sagen. Auf jeden Fall hatte ich früher sehr viel Spaß mit diesem Spiel und irgendwie hat mich das auch immer so ein bisschen an Manhunt erinnert. Auf jeden Fall so ein bisschen im entferntesten Sinne, denn auch unser Krieger konnte da große Waffen auf dem Rücken tragen, an der Seite kleinere Waffen und noch ein Schild. Das Spiel war dann so ein bisschen wie Die by a Sword, falls das noch jemand kennt, das ist ja auch schon uralt, aber so in diesem Dreh war das, also man konnte rumlaufen, die Gegner vermöbeln und Arme und Beine abschlagen. Ich glaube, man konnte sogar die Köpfe nehmen und damit die Leute verdreschen. Ich kann einfach nur so viel sagen, das Spiel hat mir damals einfach großen Spaß gemacht. Es ist ja vor kurzem, glaube ich, auch ein neuer Teil davon rausgekommen, der soll ja richtig, richtig schlecht sein. Aber Freunde, guckt euch auf jeden Fall mal Rune, den ersten Teil an. Ich denke, damit macht man auch heutzutage nichts falsch, denn es gibt da sicherlich 4K-Mods, womit das Spiel dann vielleicht noch ein bisschen attraktiver wirkt. Aber gut, zu viel möchte ich zu dem Spiel auch nicht sagen, testet es einfach und dann könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es gefunden habt. Und damit geht's weiter. Mars, a distant crimson orb that has always signified war and bloodshed to mankind. On this forbidding planet, the Ultor Corporation established mining operations, far from Earth and its authorities. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, was mich damals einfach so richtig begeistert hat. Und das gar nicht irgendwie, weil es eine krasse Story hatte oder extrem gutes Gameplay, nein, sondern einfach wegen der Zerstörungsmechanik, die einfach brachial war für diese Zeit. Also ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube Red Faction 1 war das erste Spiel, wo du dir wirklich richtige Tunnel bauen konntest mit der Zerstörung. Oder eben durch diese Zerstörung, sei es mit einem Raketenwerfer, Sprengsätzen oder irgendwelchen anderen Kanonen. Und das ging wirklich damals so weit, dass ich mir dieses Spiel gekauft habe und erstmal komplett einfach das Level zerschossen habe. Also überall in die Wände einfach Löcher reingeschossen habe und geguckt habe, wie weit geht das. Natürlich ging das dann irgendwann nicht mehr. Man konnte dann, keine Ahnung, 20 Löcher schießen und dann war eben auch Schluss, weil die Hardware es einfach nicht hergegeben hat wahrscheinlich. Aber es war schon eben eine sehr coole Erfahrung, einfach zu sehen, dass die Raketen, die man eben gegen irgendwas gegenschießt, auch wirklich Krater verursachen. Und zwar wirklich solche Krater, dass man da eben reingehen kann. Ich weiß noch, ich hatte dann später auch versucht, irgendwie an Türen vorbeizugehen, die eben zu waren. Das ging dann leider nicht, weil da war dann irgendwie Schluss. Aber es war halt eben trotzdem möglich, gewisse Gebäude oder komplette Strukturen zu zerstören und eben durch die Decke hindurch zu gehen oder sich da irgendwie einen Weg durchzuschießen. Ich glaube, das Gameplay an sich war jetzt nicht so extrem der Knaller, aber jetzt irgendwie auch nicht anders als andere Ego-Shooter dieser Art. Aber das Kernelement waren einfach die Zerstörung. Ich glaube, es kam dann später noch ein zweiter Teil raus, da war das aber nicht mehr so extrem.
und dann eben später die Third-Person-Ansicht-Spiele. Ich glaube, eins davon hieß Red Faction Armageddon, aber das war dann gar nicht mehr meins. Da gab es zwar dann auch extreme Zerstörungsmöglichkeiten, aber der erste Teil hatte einfach noch was ganz Besonderes, weil das gab es vorher nicht. Auf jeden Fall kann ich mich nicht daran erinnern. Falls das einer besser weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber auf jeden Fall von mir ein Tipp, guckt euch das mal an, Red Faction, der erste Teil, das war einfach sehr genial, wie das alles vonstatten ging. Und ich denke, das lohnt sich auch heute noch, das mal durchzuspielen, weil es sicherlich auch 4K-Mods dafür gibt. Ja, und damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel für heute oder für diese Liste. Und zwar zu einem Xbox One Spiel mit dem Namen Sunset Overdrive. Ich denke, das sagt dem einen oder anderen was. Auf jeden Fall kam das schon 2014 raus, also vor circa 10 Jahren. Und wenn mich jetzt einer fragen würde, mit welchem Spiel könnte man Sunset Overdrive vergleichen, dann würde ich sagen, im entferntesten Sinne vielleicht ein bisschen mit Fortnite. Auf jeden Fall eben von der Art, wie das Spiel aufgebaut ist und von der Grafik. Vom Gameplay natürlich nicht so, weil es ein Singleplayer-Spiel ist, aber wir befinden uns in einer riesigen Welt mit verschiedenen Waffen, kämpfen wir dann halt eben gegen irgendwelche Viecher, die durch so ein Getränk vom Menschen zum Monster mutieren. Und dabei ist das Spiel halt auch ziemlich cool aufgebaut, denn die ganze Welt ist eigentlich begehbar. Wir können überall irgendwo auf irgendwelche Sachen raufspringen, von da aus weiterspringen, dann auf irgendwelchen Rails rutschen, uns an irgendwelche Sachen dranhängen und einfach diese Welt genießen. Dazu kommt dann noch viel Liebe zum Detail. Wir können unseren Charakter verschieden erstellen, Sachen kaufen, ihn weiterentwickeln, verschiedene Fähigkeiten lernen, verschiedene Waffen finden, die Waffen verbessern und halt sehr viele Sachen entdecken. Und das Ganze ist eben gespickt mit sehr viel Humor. Also eigentlich nimmt sich dieses Spiel überhaupt nicht ernst und das merkt man dem Spiel halt auch an. Und das bringt einen halt auch selber dazu, einfach Spaß zu haben in dieser Welt. Aber das erkennt man auch schnell an den Waffen. Allein eine Art Granatwerfer, der Teddybären mit Bomben verschießt. Oder zum Beispiel ein Plattenspieler, der aufgeladene Vinyls verschießt. Ja, und davon gibt es halt einfach unzählige Sachen, wo man einfach merkt, dass die Entwickler auch wirklich Spaß hatten bei diesem Spiel. Gut, Freunde, wie auch immer, das war das letzte Spiel auf meiner Liste. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder eben ein Abo freuen. Wenn ihr Bock habt, diesen Kanal zu pushen, dann freut mich das natürlich umso mehr. Ich hatte es ja schon oft erwähnt, aber was möchtet ihr hier gerne sehen? Auf welche Themen soll ich mehr eingehen? Was für Spiele? Was interessiert euch? Natürlich ist das mein Kanal, aber ich möchte trotzdem auf die Sachen der Community eingehen. Weil nur durch euch lebt sozusagen dieser Kanal und genau das bringt mir eben Spaß. Und ich sehe mich halt eher als Teil dieser Community und möchte natürlich dann auch, dass ihr Spaß habt. Also Freunde, schreibt fleißig Kommentare. Ich kann ja auch einfach gerne mal ein paar Votes starten, so dass ihr euch dann entscheiden könnt, was wollen wir als nächstes machen. Denn ich habe ja jetzt auch nicht unendlich Ideen, weil wir sind ja schon alles durchgegangen und irgendwann wird es dann so ein bisschen knapp mit den Ideen. Gut, Freunde, wie auch immer, ich verlasse mich auf euch und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video wieder. Und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.